Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-VJ-Video. Die Katze ist aus dem Sack, Samsung hat sein neues Galaxy S6 Smartphone vorgestellt und nicht nur das, es wird auch ein Galaxy S6 Edge Modell geben. Nein, das war ja überhaupt nicht abzusehen, das konnte ja niemand voraussagen. Ich sitze hier noch mit dem Galaxy S5, dem Vorgänger, und habe die letzten Stunden damit verbracht, alle möglichen Berichte, Videos und natürlich auch die Präsentation mehrmals zu gucken und alle Informationen zu sammeln. Mach mir Listen und guck mir das alles an. Es interessiert mich natürlich auch und deswegen haue ich in diesem Video meine Meinung zu den Geräten raus. Und nein, ihr seht es, ich sitze nicht in Barcelona, ich bin immer noch in der Nerdhöhle, denn das müsst ihr auch wissen, ein Großteil der Blogger, YouTuber und alles Mögliche, was da vor Ort ist und live berichten kann, die haben mindestens ein, zwei Unternehmen, Hersteller im Hintergrund, die die sponsern, die den Trip bezahlen. Das können die alles nicht aus eigener Tasche bezahlen, ich auch nicht, aber ich freue mich natürlich für jeden, der da auch live vor Ort berichten kann. Ich bin natürlich dann jetzt hier auf die Informationen angewiesen, aber ich denke mal, ich bin ein ganz normaler Kunde und Zuschauer und freue mich dann auch über alle Informationen. Und genauso wie ich dann immer beim neuen iPhone davor hänge, hänge ich natürlich auch bei sowas beim neuen Galaxy-Modell davor. So, wir fangen mit dem Galaxy S6 an. Also die ganzen Hardware-Fakten, naja, die sind jetzt ja alles bekannt. Ich fange mit dem Äußeren an und ich freue mich sehr, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, dass wir weg von diesem Polycarbonat-Plastik-Design sind. Samsung geht hin, packt vorne Gorilla Glas 4 drauf, packt hinten Gorilla Glas 4 drauf und drumherum kommt ein ansprechender Metallrahmen. So, das Ding ist dünn, das soll sich nicht verbiegen. Da haben sie auch ein paar Witze zu Apple rüber geschielt. Vom Design mal ganz ehrlich. Ja, das Design erinnert stark an Modelle. Vor allem, wenn man sich das neue S6 von unten anguckt, von der Aufteilung. Ich kann da schon verstehen, dass Leute dann sagen, ach, das ist doch alles nur geklaut und ihr guckt voneinander ab. Das haben wir seit Jahren, denn das Fass müssen wir nicht neu aufmachen. Ich denke da, jeder guckt von jedem ab. Und ich meine, sollen sie sich doch das, was am besten funktioniert und am schönsten aussieht, einfach jeder darf sich bedienen und alle sind glücklich und zufrieden. Und am Ende darf der Kunde das Telefon wählen, was ihm am meisten anspricht. Also beim neuen Design bin ich ganz auf Samsungs Seite. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Nicht nur, dass wir jetzt, also natürlich, die HTC-Fraktion sagt natürlich auch, nein, unseres ist viel schöner, komplett Aluminium und sowas. Aber dass Samsung da endlich diesen Schritt hin macht. Und wir wissen es, es geht rauf und runter, das Abendland bricht zusammen. Der Akku vom S6 wird fest verbaut sein und die Micro-SD-Karten-Slot-Möglichkeit ist raus. Nada, das war's. Und alle schreien, wow. Ja, ich kann uns kleine Technik-Nerds verstehen. Ich kann Leute verstehen, die sagen, nein, ich brauchte immer einen austauschbaren Akku. Ich konnte mir für ein paar Euro einen Dritthersteller-Akku kaufen. Ich kann das Gerät auch noch in 3, 4, 5 Jahren mit einem frischen Akku relativ problemlos. Also einfach Klappe auf, Akku rein und ich habe ein neues Gerät vom Akku her. Kann ich absolut verstehen. Ich kann aber auch verstehen, dass ich glaube, über 90% der Leute haben nicht keinen Wechselakku. Die benutzen den, der drin ist und das interessiert die so null, ob man den wechseln kann oder nicht. Und seien wir ganz ehrlich, von den Lademöglichkeiten, letztes Jahr der große Schritt auf den Snapdragon 801, der hat ja endlich diese Akkusparfunktion gebracht, dass wir endlich auch als Normalnutzer eigentlich 2 Tage mit den Geräten rüberkommen. Deswegen trauere ich dem fest verbauten Akku hier nicht nach. Gut, was soll ich sagen? Ihr wisst es, ich nutze hier auch immer noch ein iPhone. Bei der Micro-SD-Karte, da kann ich eigentlich auch persönlich, jetzt könnte ich wieder sagen, ich nutze ja auch ein iPhone, aber dadurch, dass die Basis-Einstiegs-Speichervariante 32 GB ist, sollten eigentlich alle wieder mit klarkommen. Und auch an der Stelle, ich bin ja sowieso immer noch der Meinung, 16 GB wird für die meisten immer noch ausreichen. Und jetzt mit 32 GB als Basis, als Einstiegsvariante, da sind wieder, ich behaupte einfach mal wieder, 90%, die es betrifft, die freuen, also denen reicht das dicke aus. Und das muss man einfach sagen, stehe ich auf einem Wechselakku, stehe ich auf eine Micro-SD-Karte, dann ist das neue Galaxy S6 halt nicht mein Gerät. Und wer jetzt hofft, ja, vielleicht im Galaxy S6 Edge gibt's das alles. Nein, auch nicht. Das Edge unterscheidet sich bisher, weil alles, was ich an Informationen gesehen habe, eigentlich nur vom Display, dass das halt wie das Galaxy Note 4 an der Edge halt an der Seite gebogen ist, aber diesmal nicht nur an einer Seite, sondern an beiden Seiten. Da kann ich mir dann in Notifications anzeigen lassen. Samsung, es sieht halt auf der einen Seite sieht es natürlich nett aus. Und die Zusatzfunktion, also ich habe dich auch beim Galaxy Note 4,
es hielt sich in Grenzen, wenn man da an der Seite was sehen kann. Oder wenn das Gerät, damit wirbt Samsung jetzt ja auch, das Gerät liegt auf dem Tisch und ich kann mir dann Notifications oder durch das Leuchten, was dann rumgeht, an der Seite rausgeht, als Blink-LED. Aber mal ganz ehrlich, dann stelle ich das Gerät ein, dass es nicht blinkt. Oder wir wollen doch alle demnächst Smartwatches tragen. Da kriege ich dann diese Notifications drauf. Und wenn jetzt die Gerüchte stimmen, dass die Edge-Variante 150 Euro mehr noch als die Galaxy S6-Variante kosten soll. Wo ich auch nicht durchblicke, sind die Farben. Es gibt wieder schwarz, es gibt weiß, es gibt Gold. Jetzt gibt es aber noch so ein helles Blau und ein dunkles Grün. Anscheinend gibt es die Varianten für beide Geräte, wobei ich bisher nur Fotos gesehen habe, dass, glaube ich, das normale S6 noch zusätzlich in diesem hellen Blau zu haben ist und das Edge halt in diesem Grün. Da weiß man aber noch nichts und ich wäre sehr überrascht, wenn diese Farben, diese Zusatzfarben auch alle gleichzeitig verfügbar sein werden. Beide Geräte, habe ich ja schon gesagt, ab 10. April auch in deutschen Landen erhältlich. Was viele noch nicht so mitbekommen haben, der Anschluss unten ändert sich. Wir haben ja hier noch so ein Micro-USB 3.0. Das stampft Samsung wieder ein. Wir machen den normalen Micro-USB 2.0, also diesen ganz normalen Micro-USB-Port, den wir kennen. Die bescheuerte Abdeckungsklappe geht flöten. Die sparen wir uns endlich ein, das freut mich. Was aber auch flöten geht, ist die Wasserdichtigkeit. Also natürlich wird das neue Gerät wahrscheinlich wieder was aushalten können, aber hier mit rumplanschen oder sowas, das ist raus. Das wird auch viele schrecken. Das wird natürlich nicht so nach außen kommuniziert. Wo wir beim Akku waren, dafür nochmal ein Pluspunkt. Drahtloses Laden ist jetzt fest integriert und nicht nur Qi-Laden, sondern auch PMA, Power Matters Alliance. Das ist sozusagen einer der freundlichen Mitbewerber von diesem drahtlosen Qi-Laden. Das ist natürlich toll, dass Samsung da auf beide Geräte unterstützt oder auf beide Sachen geht. Dass Samsung, jetzt kommen wir mal zu anderen Sachen, beim Display jetzt wieder AMOLED macht. Okay, dass wir immer noch 5,1 Zoll Geräte haben, geschenkt. Aber dass wir jetzt eine Auflösung von 2560x1440 kriegen, das macht irgendwie 577 ppi. Ich meine, ja, es ist gestochen scharf. Es sieht bestimmt auch Bombe aus. War es nötig? Nicht so wahrscheinlich. Wirklich, da würde ich mir doch lieber eine andere Funktion wünschen, mehr Stromsparfunktion. Ich meine immer noch, bei 5 Zoll Geräten, da reicht Full HD eigentlich auch aus. Beim Akku sind wir ja sehr gespannt, denn wir haben jetzt hier keinen Snapdragon 810, wie eigentlich der nächste logische Schritt wäre, sondern Samsung hat eine Eigenkreation gebaut. Ein Octa-Core, 14-Nanometer-Verfahren, 64-Bit, also super-duper neuestes, tolles Zeug, DDR4, 3 GB RAM und solche Sachen. Also super schnell, die Performance soll auf dem Papier, also da kommen jetzt ja erst die Tests, was Samsungs CPU alles drauf hat. Da sollte man sich, naja, sollte eigentlich laufen und auch von der Stromsparfunktion. Ich denke mal, Samsung hätte den fest verbauten Akku nicht genommen, wenn das also vom Akku, vom Leben, vom über den Tag kommen, nicht wie beim Vorgänger gewesen wäre. Bei den Kameras tut sich eigentlich nicht wirklich viel. Wir haben wieder die 16-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die jetzt natürlich noch besser, schöner, toller geworden ist, wieder 4K-Aufnahmen macht, aber auch wieder im Huckel-Verfahren ist, also wieder hinten raussteht, also auch nichts plano ist, sondern wir haben wieder einen Huckel. Blitz wieder, Herzschlagsensor. Der Lautsprecher auf der Rückseite wandert nach unten und soll besser sein. Also da bin ich sehr dafür, denn dieser Lautsprecher auf der Rückseite beim S5 und bei den ganzen Vorgängern, da haben sie wirklich wieder was Vernünftiges gemacht. Wo ich weine innerlich, ist natürlich Kopfhöreranschluss nicht mehr oben, sondern unten. Naja gut, das ist eine Geschmackssache. Die Lautsprecherwippe ist jetzt nicht mehr eine Taste, sondern zwei. Und ansonsten war es das fast, denn wir haben noch den Home-Button mit dem Fingerabdruckscanner, wo man jetzt nicht mehr wischen muss, dass der entsperrt, sondern nur noch draufpackt. Der scannt einmal den ganzen Daumen vorher und dann erkennt er den Abdruck halt stellenweise. Also ich muss nicht mehr wischen, sondern der soll jetzt vernünftig funktionieren. Und was man auch nicht sieht auf den Videos, hat halt auch etwas gedauert. Die kapazitiven Tasten links und rechts neben dem Home-Button, die sind immer noch da. Also da geht euch absolut nichts flöten. Vor der Kamera 5 Megapixel, die nur Full HD aufnimmt. Also was heißt nur, also 4K mit der Vorderkamera aufnehmen? Naja, also beim Edge, das fand ich auch noch interessant. Das Edge ist kürzer und schlanker, dafür dicker und leichter als das normale Galaxy S6. Aber das sind alles Maßeinheiten. Das hält sich so in Grenzen. Da ist überhaupt nichts, wo ich dann sagen müsste, da müsste man was befürchten.
So, jetzt gucke ich noch. Samsung Pay. Also ich meine, Google announced jetzt Android Pay, Apple Pay. Hatten wir schon. Jetzt kommt Samsung Pay, auch mit ratlosen Bezahlen. Ich bin sehr skeptisch, dass ihr da die Gear Virtual Reality Brille noch mit anschließen könnt. Naja, geschenkt Spielerei. Die ganzen anderen Spielereien, natürlich. Wir haben Android 5.0 Lollipop und Samsung patcht wieder sein eigenes Zeug drauf. Eine Kooperation mit Microsoft gibt es auch. Es gibt Office Apps, beziehungsweise Microsoft Apps drauf. Sky, OneNote und OneDrive ist drauf vorinstalliert. Natürlich lässt Microsoft sich bestimmt was kosten, aber die kriegen ja sowieso Lizenzgebühren von Samsung. Damit bin ich durch. Ich finde die Dinger von außen sehr ansprechend. Preise 700 Euro, 32 GB und dann immer ein 100er mehr für die Speicherverdopplung bis zu 128 GB. Geht in Ordnung. Also Skandal, da war die Speicherkarte voll und hat nicht abgewürgt. Also wir waren Speicher, also bei den Preisen... Naja, 700, 800, 900 Euro, da sind wir jetzt dran gewöhnt und dann wahrscheinlich 150 Euro Aufpreis für die Edge-Variante. Aber ich hab das im Hinterkopf, auch wenn die Dinger jetzt neu, Hightech und sonst was aussehen. Wir werden wieder diesen Preisverfall erleben, auf jeden Fall bei diesen Samsung-Geräten. Also dann irgendwie am Anfang direkt 50 Euro weniger, nach einem Monat nochmal 50 Euro weniger. Gerade bei diesen Android-Flagship-Schiffs, da geht ja der Preis direkt runter. Deswegen bin ich da nicht so von abgeschreckt. Da ist immer die Frage, wann sollte man es am besten kaufen? Oder wenn man natürlich wieder über seinen Vertrag, seinen Mobilfunkvertrag, einen Zweijahresvertrag abschließt. Also ich meine, dann ist es eh egal, dann kann man auch direkt zuschlagen. Alle anderen harren da ja immer, wo ist das beste Angebot? Also, hat mir sehr gut gefallen, denn ich würde jetzt fast sagen, innerlich, auch von den Kamera- und Performance-mäßig, klar, das ist jetzt wieder so eine Evolution, keine Revolution. Eine Revolution würde ich eher das Äußere sagen, dass Samsung da alte Zöpfe abschneidet mit dem Akku, mit dem Micro-SD-Karten-Slot und jetzt nicht mehr Polycarbonat macht, gefällt mir ausgesprochen gut, ganz, ganz, ganz ehrlich. Ich mochte das letzte Galaxy S5, ja, das S4 mochte ich ja gar nicht, das S3 ging so. Aber dass sie jetzt diesen Schritt machen, was Neues ausprobieren, finde ich gut. Ist was anderes als bei HTC, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht gibt es da auch noch so ein Video. Ansonsten, ich habe kurz mal geguckt. Ich glaube, ich habe alle Sachen abgearbeitet, die mir aufgefallen sind, dass die Kamera jetzt noch eine optische Bildstabilisation hat. Naja, das sind Sachen, das müssen sowieso erst die ausführlichen Tests zeigen, wie gut da die einzelnen Sachen sind. Ich habe ein paar Punkte zusammengefasst, die mir wichtig sind und bin sehr angetan und freue mich drauf, wenn die Geräte denn dann bei uns auf den Markt kommen, dass ich da auch mal mit rumspielen kann. Hoffentlich bekomme ich die Geräte irgendwie in die Pfoten. Das soll es gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!